So, in diesem Video soll es einmal darum gehen, eine beliebige Dezimalzahl ins Fünfersystem umzurechnen. Ja? Unser Zahlensystem basiert ja auf der Basis 10. Ja? Das heißt, wir haben, wenn wir so eine Zahl haben, wie zum Beispiel die Zahl 138, dann bedeutet das, dass wir 8 haben plus 3 mal 10 plus 1 mal 100. Ja, und diese Aufteilung ist dann also basierend auf dem Zehnersystem. Also ich habe 8 mal 10 hoch 0 und ich habe 3 mal 10 hoch 1 und ich habe 1 mal 10 hoch 2. Ja, und diese Aufteilung kann man auch mal dann so grafisch darstellen, wie ich das jetzt hier gerade gleich auf der rechten Seite mal zeige. Ja, also das ist die Zahl 138. Ja, vorher waren es 138 Punkte zufällig verteilt, und wenn man das nach dem Dezimalsystem also aufschlüsselt, dann hat man eben halt diese sehr viel übersichtlichere Art und Weise, diese Punkte anzuordnen, und dann kann man sehr viel leichter erkennen, dass es tatsächlich 138 Punkte gewesen sind. So, gut, aber der Sinn und Zweck des Videos ist es jetzt, mal zu zeigen, wie man diese Zahl ins Fünfersystem überträgt. Ja? Das heißt, wir suchen also eine Zahl. Oder wir suchen einen Weg, wie man diese 138 aus dem 10er-System, die 10 schreibt man dann gerne mal so als kleinen Index hinten dran, überträgt in eine Zahlendarstellung, die ja basiert auf dem 5er-System. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Zahl, wo wir dann am Ende sagen können, okay, das ist irgendwie irgendwas mal 5 hoch 0 plus irgendwas anderes, y1 meinetwegen, mal 5 hoch 1 und x2 mal 5 Quadrat und so weiter. Ja? Das wissen wir nicht, wie das aussieht. Das ist jedenfalls nicht so ganz einfach. Und es gibt aber einen sehr einfachen Weg, genau dorthin zu kommen. Und den möchte ich einfach kurz erklären. So, also, wie funktioniert das? Im Prinzip funktioniert das mit der Grundschulmathematik. Ja? Ich nehme also meine Zahl daher, in diesem Falle 138, ja, und dividiere sie einfach mit 5. Ja, und was dann rauskommt ist, na, das kennen wir ja alles, ne? Das ist ja, okay, ich muss hier mal 2 hinschreiben, 2 mal 5 ist 10, dann ziehe ich hier ab, dann bleibt da 3 über, ich ziehe die 8 nochmal runter, okay, das passt da, die 5 passt da 7 mal rein, dann habe ich hier 35 und dann habe ich hier 3. Und dann haben wir in der Grundschule gelernt, okay, dass man jetzt hier hinschreibt, Rest 3. So, und diese Rest 3, das ist in dem Sinne die erste Ziffer von unserem Zahlensystem im Fünfersystem. Ja? Also die Ziffern in dem Fünfersystem finden wir immer dann hinterher bei diesen Restangaben. Ja, wenn ich jetzt diese Division durch 5 mache, dann sieht das, wenn ich das grafisch darstelle, so aus, dass ich im Prinzip diese Zahlen nehme und alles durch 5, in Fünfergruppen einteile. So wie das jetzt rechts in der Grafik passiert. Ja, also ich baue mir Fünfergruppen, ja, und dann habe ich zwei Informationen. Einerseits habe ich 27, das bedeutet, ich habe 27 Fünfergruppen, und ich habe 3, die keine gesamte Fünfergruppe bilden. Ja, das sieht man ganz am Ende. Rechts am Ende sieht man also dann 3 einzelne Punkte und man sieht 27 Fünfergruppen. So, jetzt muss ich nur noch weitermachen, weil ich bin noch nicht fertig. Ich mache weiter mit der Zahl 27 und teile die durch 5. So, was mache ich jetzt? Das, was ich in der Grundschule gelernt habe, das ist 5 und dann habe ich hier 25. Ja, 5 mal 5 ist 25, ziehe ich ab, bleibt über 2. Das heißt, ich habe hier 5. Rest 2. Ja, und auch wenn ich hier jetzt dieses hier durch 5 teile, diese 27 durch 5 teile, bedeutet das im Prinzip, dass ich mir diese Fünfergruppen nehme und die auch wieder zu Fünfergruppen gruppiere. Das mache ich jetzt in dem Video rechts. Ja, Sie sehen also, aus den Fünfergruppen werden dann 25er-Gruppen. Ne? Und es müssten dann 5 25er-Gruppen ergeben. So. Jetzt mache ich weiter. Jetzt ist ja diese Zahl übergeblieben. Ja, 5 ist übergeblieben. Die teile ich jetzt wieder durch 5. Ich gehe da ganz stumpf vor, dann wird man sagen, ja mein Gott, da ist ja nicht mehr viel zu rechnen. Das stimmt, das ist nicht mehr viel zu rechnen. Aber was rauskommt, ist 1 Rest 0. Ja, wieder Rest 0. Wieder teile ich ja durch 5. Und das heißt, ich nehme meine 25er-Gruppen, die ich ja hatte,
Und gruppiere die wieder zu in Fünfergruppen zusammen. Das heißt, ich habe 5 25er-Gruppen, das heißt eine 125er-Gruppe. Das sieht dann in der grafischen Darstellung so aus. So, und jetzt bin ich am Ende angekommen. Jetzt habe ich nämlich nur noch die 1. Wenn ich die durch 5 teile, ganz stumpf, ja, kriege ich raus, das ist 0 und dann ist der Rest 1. So. Und da kann man grafisch nicht mehr viel machen, aber was wir jetzt erreicht haben, ist, wir haben die 0 erreicht. Da müssen wir hin. Wenn wir die 0 erreicht haben durch sukzessives Dividieren mit 5, ja, dann haben wir im Prinzip diese Rechnung beendet. Und jetzt müssen wir nur noch uns diese Reste angucken. Und da sehen wir 3, 2, 0, 1. Und in der Zahlendarstellung ist das dann also dann 1, 0, 2. 3 und das ist dann in der Fünfer-Darstellung und das ist dasselbe wie die 138 in der Zehner-Darstellung. Ja, und jetzt spiele ich das Ganze nochmal rechts in der Grafik wieder zurück, dass wir also von 1023, wenn ich das jetzt mal so lese, in der Fünfer-Darstellung, ja, das Ganze wieder umgruppieren lasse in die 138, dann sieht das jetzt so aus. Ja, Sie sehen, das sind dieselben Punkte, es hat sich nichts getan. Und das ist die Art und Weise, wie man also diese Umrechnung macht. Ja? Von 138 im 10er System kommt man zu 1023 im 5er System. Und wenn man nochmal nachrechnen möchte, ob das wirklich stimmt, da kann man also feststellen, ja, denn diese 1 bedeutet ja, dass Moment, gucke ich mal nach, wie habe ich das eben gemacht? Okay, das habe ich so gemacht. Erstmal habe ich hier die 3. Das ist ja 3 mal 5 hoch 0. Ja, dann habe ich hier die 2. Ja, das bedeutet, ich habe 2 mal 5 hoch 1 und ich habe 0 mal 5 Quadrat und ich habe 1 mal 5 hoch 3. Ja, wenn man das ausrechnet, habe ich hier 3, dann habe ich hier also dann 10, hier habe ich natürlich 0. Und hier habe ich 125. So, und dann, wenn Sie das nochmal zusammen addieren, kriegen Sie wieder, denn das hier, das sind ja jetzt wieder alles Zahlen im 10er-System, kriegen Sie wieder 138 raus. Und dann sehen Sie, das stimmt auch alles wieder. Gut, so haben wir dann auch gleich gesehen, wie man so eine Zahl in der 5er-Darstellung wieder umrechnet in die Dezimalzahlendarstellung. Ja, also das haben wir ja gleich mitgeübt. Gut, ich hoffe, das hat geholfen.